Ja, hallo, liebe Kopterfreunde und Unique-Fans. Ein ganz kurzes Video über die Leichtigkeit des Einschiebens des Akkus in den Akkuschacht, trotz der Wölbung des Akkuschachts über die kleinen Kabel. Das wird eine ganz kurze Nummer. Ich werde ihn kurz einführen. Hier am Anfang kann man sehen, dass er sich ein wenig neigen lässt. Und das ist genau der Punkt, wo er über dieses Kabel geführt wird. Und danach, wie ihr seht, kann ich den ganz normal mit zwei Fingern einschieben. Zack, drin ist er. Dasselbe mache ich jetzt noch einmal, um euch das nochmal zu zeigen. Ganz normal den Akku einschieben. Mit zwei Fingern schiebe ich den nach vorn ohne Druck. Und hinten muss er ein kleines Stück eingeklickt werden und somit ist er drin. Das heißt, dass ich trotz der Wölbung des Akkuschachtes die Kabel dann auch mit dem Akku nicht beschädige. Gut, ich bedanke euch. Ich hoffe, ich konnte euch helfen.